Der wilde Osten steckt voller Überraschungen. Diese kuriose Bretterbude steht mitten in der Slowakei auf einem Zeltplatz. Und wie man sieht, hier darf gefilmt werden. Jetzt bin ich ja gespannt. Kommt wirklich was raus? Der Selbstbedienungsautomat auf der grünen Wiese hat nicht nur unsere Neugier, sondern auch unseren Appetit geweckt. Ich hab nur Schaum. Man merkt, dass der Slowake ein geübter Biertrinker oder Zapfer ist. Das ist noch nicht perfekt. Braucht viel Fingerspitzengefühl. Na, Slavi, macht doch nix. Wenn eine Sendung so losgeht, dann muss es was Gutes werden, oder? Dass wir uns hier paradiesisch fühlen, das liegt nicht nur am wunderbaren Spätsommerwetter oder am Schaum aus dem Automaten. Nein, wir sind mittendrin im Paradies, im slowakischen Paradies. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Biwak-Abenteuer in der Slowakei. Und nein, das wird natürlich kein Film übers Bier. Wir sind hierher gekommen, um die Faszination der slowakischen Berge zu erleben. Und weil man für so ein Erlebnis ja nicht immer bis auf die höchsten Gipfel steigen muss, sind wir heute von den Granitriesen der Hohen Tatra ein ganzes Stück entfernt. Vom kleinsten Hochgebirge der Welt an der slowakisch-polnischen Grenze sind wir eine knappe Autostunde in Richtung Südosten gefahren, auf ein Hochplateau, das zu den schönsten Ecken im ganzen Land gehört. Slovenský raj wird es genannt. Das slowakische Paradies. Marko, unser slowakischer Bergfreund, hat uns eingeladen zu einer Wanderung durch dieses Paradies, durchs schmale Kiesbett der Suchabela. So heißt dieser wilde Canyon, der sich über Jahrtausende tief ins Karstplateau gefressen hat. Alles andere als ein glatt planierter Wanderweg. Das macht richtig Spaß. Nicht nur uns, sondern auch Emmy und Timmy, Markus beiden Kindern, die uns durch diese Schlucht begleiten. Nur wie Kies oder so drauf, das ist eigentlich ganz okay. Dann rutscht das nicht so. Ja. Ja, das ist schön feucht, das Holz. Mhm. Ja. Manchmal ist es auch besser, wenn man so einen kleinen Schritt schneller läuft, da hast du einen besseren Rhythmus. Dann kommt man nicht so sehr ins Wackeln. Mhm. Es wackelt ein bisschen, aber... Hey. Emi, počkaj trošku mit dem. Ja? Neben der Begeisterung für die Natur hat Marco seinen Kids auch die Sprache seiner Kindheit beigebracht. Der Thüringer lebt seit 20 Jahren in der Slowakei. Emi und Timmy sind zweisprachig aufgewachsen. Und sie sind, wie wir sehen, auch sehr geländegängig. Ich nehme die immer von Kindesbeinen an eigentlich mit. Und dadurch ist für sie das einfach normal, dieses Leben, ne? Viele Kinder wandern in der Slowakei, aber natürlich für unsere ist das ein anderes Level. Die wandern mehr oder fahren mehr Ski und da kann man als Vater schon stolz sein. Ne? Aber auch ich weiß, dass meine Frau genauso stolz ist, weil die beiden natürlich viel Zeit draußen verbringen und dadurch sind sie auch, glaube ich, haben einen weiteren Horizont, ne? Und das hilft ja immer im Leben. Ne? Ja, also ich bin von klein aus ganz viel in der Natur gewesen und ja, ich schwimme. Ich fahre Rad, im Winter mache ich Langlauf, ich fahre Ski auch oder zum Beispiel im Sommer war ich oft auf dem Paddleboard, ist auch super und ja, mir macht es einfach viel Spaß. Hast du diese Abenteuerlust vom Papa geerbt oder mehr von der Mama? Bestimmt von dem Papa. Ja. Am meisten gehe ich mit meinem Papa und meiner Schwester wandern. Meine Mutter kommt manchmal mit, aber am meisten bleibt sie zu Hause. Warum mag sie nicht so gern wandern? Sie mag, aber sie hat nur anderes Zeug zu erledigen. Zum Beispiel kochen oder Wäsche waschen.
so. Steht die Frau gerade am Bügelbrett oder am Herd? Eine super Frage, ne? Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also, ich glaube, sie steht am Bügelbrett. Ne? Aber es ist natürlich so, dass meine Frau oder unsere Mama, die kommt auch gerne mit. Ja? Aber die hat halt auch andere Sachen zu tun. Und ich bin mit meinen Kindern, wir sind extrem viel unterwegs. Und sie hat halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun, wo sie dann auch froh ist, wenn wir mal weg sind, dass sie ihre Ruhe hat. Ne? Na okay, dann hätten wir das ja mal halbwegs geklärt. Fragen nicht weiter nach und kümmern uns jetzt ums paradiesische Naturerlebnis. Fast 400 Quadratkilometer Fläche umfasst dieses slowakische Paradies und ist damit fünfmal so groß wie der Nationalpark Sächsische Schweiz. Unzählige Schluchten und Bäche durchziehen den Karst und haben hier über viele Jahrtausende das Landschaftsbild geprägt. ...1988 wurde das Gebiet zum Nationalpark erklärt und der gehört mit seinen abenteuerlichen Stiegen zu den beliebtesten Ausflugsgebieten in der Slowakei. So, ihr seid klein. Vor allem für Kinder sind solch wilde Schluchten das pure Abenteuerland. Und einer wie der 8-jährige Timmy, der mit offenen Augen und einer riesigen Portion Neugier durch die Berge läuft, der liebt natürlich solche Ausflüge und Begegnungen mit der Natur. Ich habe schon 3 Bären gesehen. Eine Mutter mit ihren 2 Kleinen, als wir in Polana waren im Winter, kamen wir von der Wanderung zurück und dann kamen die. Sie waren beim Wasserfall, also haben sie uns nicht gehört. Und dann sind die weggerannt. Dann habe ich noch Hirsche gesehen, so Füchse, auch bei der Hatter. Cool. Und machen deine Klassenkameraden sowas auch? Oder wenn du das erzählst, wenn du montags in die Schule kommst, gucken die dich dann groß an und sagen, du bist verrückt? Oder wie ist das? Oder geht sie auch mal? Machen das eher weniger. Und wenn ich sage, ist es für sie nicht so spektakulär, weil sie denken, man kann Tiere auch im Zoo sehen. So. Also sie sind gute Freunde, nur sie sind nicht so mit Wanderkameraden. Für unseren neuen Wanderkameraden ist die Schlucht der Sucher Bela noch Neuland. Und als der kleine Mann die große Leiter neben dem Wasserfall sieht, da bekommt er so ein klein bisschen weiche Knie. Also es ist aufregend, ich freue mich sehr auf die, aber ich habe auch schon ein bisschen Adrenalin, würde ich sagen. Ich habe auch Angst. Aber wir probieren das jetzt zusammen. Na klar. Sah von unten schlimmer aus, als es wirklich ist. Ein bisschen den Hintern zusammengekniffen und schon ist die erste steile Leiter geschafft. Auch unsere Kameras bekommen wir heil durch die Anstiege und über die sehr gepflegten Eisentritte, die uns vor nassen Füßen bewahren. Was macht Adrenalin? Gut, ich habe es gut geschafft und ich bin froh. Bist froh? Ja. Was sagt der Wanderleiter? Haben Sie die Feuertaufe bestanden? Na klar, logisch, prima gemacht, kein, ne? Bin stolz.
es ist ja jetzt auch nicht lebensgefährlich, aber trotzdem abenteuerlich. Ja, oder wie schon, hast du es ja empfunden? Gibt es viele solche Wanderwege? Habt ihr sowas schon oft erlebt oder war das was Neues? Das haben wir nur einmal erlebt, glaube ich, auch wenn wir hier waren. Ja, das war auf der anderen Seite drüben. Ja. Lust, noch ein bisschen mehr wandern zu gehen mit uns? Na, bestimmt. In eurem Lieblingsgebiet? Bestimmt. Ja. Ihr habt von der Niederen Tatra erzählt. Es gibt eine schöne Hütte. Mhm. Wo wollt ihr hin mit uns? In die Niedere Tatra auf die Ostseite. Gehen wir auf den Hauptkamm rauf. Da ist eine sehr schöne Hütte. Das war so eine Schutzhütte jahrelang. Das ist die Andrejcova. Und die hat jetzt der Marek übernommen. Das ist ein Hüttenwirt. Der bietet jetzt auch Essen, Schlafplätze da an. Also eine bewirtschaftete Hütte. Ne? Früher war es halt nur eine Schutzhütte, die unbewirtschaftet war. Und da wird man mit euch gerne hingehen, hat man einen fantastischen Blick rüber zur Hohen Tatra. Wir laufen einmal hoch und du in der Zeit als Trailrunnerin dreimal. Davon gehe ich aus. Okay, gut. Ja. Vorher müsst ihr noch mal in die Schule. Wir warten noch 2 Tage. Am Wochenende geht's los. Super. Danke für die schöne Tour. Bitte, gerne geschehen. Wir nutzen die freie Zeit für eine Fahrt durchs Hinterland. Bewundern das malerische Städtchen Levoča. Und gleich nebenan die imposante Ruine der Zipzer Burg. Gleich hinter der Burg finden wir sogar ein kleines Sportklettergebiet. Sehr. Gefällt mir schon mal sehr gut. Griffiger Karst, gut abgesichert und mit freiem Blick ins weite Land. Holger muss heute mal kein Kamerastativ schleppen, sondern genießt mit Wonne einen unbeschwerten Vorstieg im 7. Schwierigkeitsgrad. Schön. Sieht man einen Ring oben? Okay, du kannst aussichern. Aus der Ferne grüßt Kraľova Hora, der slowakische Königsberg. Unweit davon sind wir verabredet mit Marco, Emmy und Timmy. Da haben wir uns wieder, unsere kleinen Wanderfreunde. Ja. Wie sind die Schule gelaufen, die Tage? Gut. Wir haben viel gelernt. Und jetzt als Entspannung gehen wir wandern. Schön. Jetzt stehen wir hier mitten im Wald. Emmy, wo soll es denn hingehen heute? Ja, es soll heute zu der Andrejcova Chata gehen und der Kraľova Hora. Ja, also auf den Kamm der Niederen Tatra. Ja. Kennt ihr schon den Weg? Nein. Also auch wieder Neuland für euch. Genau. Das ist ja spannend, nicht nur für uns. Timmy, die wichtigste Frage, damit wir das gar nicht vergessen. Wo ist denn die Mutti? Mutti ist zu Hause. In Leota, genauer gesagt. Und hilft unserem das habe ich nicht versprochen. Das macht nichts. Sie hilft unserem Opa und sie kocht. Also steht sie wieder in der Küche? Ja, Mensch, genau. Marco. Jede Arbeit. Kein Wunder, dass du so gut im Stoff stehst. Du darfst auch mal in die Kamera lachen. Oder die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Gut, dann wissen wir, wie das bei euch zu Hause läuft, wie das hier draußen läuft, sind wir gespannt. Wir nehmen Schlafsäcke mit hoch auf die Hütte, richtig? Ja. Wie lange laufen wir ungefähr? So circa 2 Stunden. Ihr, also mit uns 3, schaffen wir vor Sonnenuntergang, oder? Ja, stimmt. Gut, okay, dann packen wir mal die Rucksäcke. Super. Ja. Herrlicher Almwiesen, weit und breit kein Mensch. Der östliche Teil der Niederen Tatra ist fast noch so etwas wie ein Geheimtipp. Wer wirklich mal ganz weit weg will vom Alltagsrummel, der ist hier genau richtig.
sollte aber auch halbwegs stramme Waden haben. Denn die Aufstiege hinauf zum Kamm, die sind nicht ohne. Aber Marco, das ist schön hier, so eine Mittelgebirgs-Sirettissima mit 23% Steigung. Wer braucht schon Zickzackwege? Kein Mensch. Der einzige Mensch, dem wir hier begegnen auf unserem 2,5-stündigen Aufstieg, ist ein alter Schäfer mit seiner Herde. Immer so einsam hier? Schon. Vor allem die Südseite, weil ja, du hast schon halt lange Anstiege bis hoch. Ne? Ach, und, wirklich? Es zieht sich halt, der Kamm. Ist doch in Ordnung, deswegen sind wir doch. Entschuldigung, die Ostseite ist halt 60 Kilometer lang, ne? Also von der Niederen Tatra. Und das ist ein Gebiet weitgehend unbewohnt. Unten hast du nur ein paar kleine Dörfer, Forstwirtschaft und oben so gut wie keine Hütten, nur die Hütten für die Trekkingtour. Ne? Und die Touristen sind dann doch eher dort, wo so ein bisschen der Zirkus in der Rummel ist, ja, wo genau. Die Hüttenstruktur anders ist, Robberg, Dumbier. Genau. Okay. Genau da. Super, sehr, sehr schön. Und das Wetter passt auch. Ist perfekt. Ja. Der Weg bleibt steil, aber irgendwann gruft man sich ja bei solchen Aufstiegen selbst mit Schwergepäck halbwegs ein. Und wenn der Motor einmal läuft, dann wird auch der Blick frei fürs Ringsum. Wir dürfen eigentlich im Fernsehen verraten, dass Simi und Emmy die ganze Zeit im Nationalpark Blaubeeren klauen. Aber es gibt ja Millionen hier. Verschweigen schnell. Ja. Aber man sieht es ja an den blauen Münden. Ja, wir sind ja hier auch nicht im Sandstein. Etwa 800 Höhenmeter sind es vom letzten Dorf bis hinauf zur Andrzejowa-Hütte. Und wieder einmal hat uns Marco nicht zu viel versprochen. Die kleine Utulna hat etwas Liebliches, schaut aus wie eine etwas zu groß geratene Finnhütte und thront ganz oben auf dem Kamm, mit freiem Fernblick hinüber zur imposanten Gipfelkette der Hohen Tatra. Dank der klaren Luft hier oben im Spätsommer sind sie gut mit bloßem Auge auszumachen, die bekanntesten Gipfel. Rechts die Lomnitzer Spitze, in der Mitte die Schlagendorfer Spitze und links, das ist der langgezogene Buckel des Gerlach. Als die Sonne in Richtung Horizont wandert, wird's ganz schnell auch frisch hier oben auf 1400 Metern. Wir sehen erstmal zu, dass wir die schweren Rucksäcke ein bisschen erleichtern. Haben wir es bis hoch geschafft? Gefällt es euch genauso wie uns? Ja, ja, super schön. Schöner Ausblick auf die Hohe Tatra, also wirklich super. Was war das Schönste unterwegs? Die Vorfreude oder das Schwitzen? Wie geht's dir als Sportlerin? Du willst ja immer gerne ein bisschen schwitzen, ja, oder? Das Schwitzen war schon lustig, aber also der Ausblick ist am besten. Hüttenübernachtung, schon oft gemacht? Ist das so ein bisschen ein Abenteuer? Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, aber wir haben es noch nicht so oft gemacht mit meiner Schwester. Ja. Okay, aber ihr werdet euch vertragen, heute. Ja. Na klar. Und dann freuen wir uns morgen früh auf den schönen Ausblick und vor allem erstmal auf ein schönes Abendbrot, oder? Ja. Super. Für Verpflegung ist gesorgt hier oben. Auch deshalb ist die Andrzejowa beliebter Anlaufpunkt auf dem östlichen Kammabschnitt der Niederen Tatra. Die meisten starten in Szumiec, das ist hinter uns, und gehen dann Richtung Westen bis nach Donovali. Dann kann man in mehreren Tagesetappen auf dem Kamm schlafen. Gibt es bewirtschaftete Hütten und unbewirtschaftete. Und das war jahrelang eine unbewirtschaftete Hütte. Der Marek hat die übernommen, ein ganz lieber Kerl, ein ganz toller Hüttenwirt. Und er bringt die jetzt so langsam Jahr für Jahr in Schuss. Und jetzt hat man mittlerweile auch Matratzenlager oben, braucht seinen eigenen Schlafsack, aber man wird auch verpflegt. Ne? Also es gibt auch eine Küche, eine einfache, natürlich auch ein gutes slowakisches Bier, guten slowakischen Wein, ist alles da. Womit wir dann also doch nochmal beim Thema Bier wären. Aber ganz ehrlich, alles andere wäre ja auf einer slowakischen Berghütte auch keine authentische Filmreportage.
Eher begrenzt ist das Bettenangebot auf der Andritschowa, aber ein echter Kammwanderer stört sich daran natürlich nicht. Rings um die Hütte gibt's genügend Platz zum Zelten und zum Picknicken. Wir hatten Glück. Dank Markus guter Beziehungen hat uns der Hüttenwirt den Spitzboden reserviert. Das ist ja sensationell. Hat sogar Stehhöhe. Hier oben schlagen wir gemeinsam mit den Kids unser Nachtlager auf. Oh, mein Lieschen. Perfekt. Liegt gut? Ja? Ja, kann ich gut schlafen. Na, hoffentlich. Er schnarcht. Aber wie? Nee. Ah, ja. Wirst du nicht der Einzige sein. Das war deiner, oder? Das war mein Lieschen. Okay. Eine Etage tiefer. Der rustikale Aufenthaltsraum mit den Esstischen für die Hüttengäste. 12 Quadratmeter Platz, die heute vollständig belegt sind mit lustig slowakischem Wandervölkchen. Wir drängeln uns nicht dazwischen. Die deftige Knoblauchsuppe samt Kräutertee zur Nacht, die gibt's draußen an der frischen Luft. Mit exklusivem Fernblick noch einmal in den slowakischen Abendhimmel. Oh, da muss ich dabei. Es wird eine kurze Nacht, aber das haben wir ja so gewollt. Stehst du gern früh auf? Nicht so gern. Na, so. Ich eher. Du eher. Ja. Er ist eher die Schlafmütze. Ja. Aber heute lohnt sich das ziemlich. Guck mal, der Himmel wird schon rot. Genau so hatten wir uns das nämlich vorgestellt. Für dieses Naturerlebnis sind wir hier hinaufgewandert, auf den Kamm der Niederen Tatra. Danke an unsere slowakischen Wanderfreunde und danke natürlich auch an die Wettergötter, dass sie mitgespielt haben auf dieser schönen Tour. Dass es uns bei diesem Anblick in den Fingern bzw. in den Fußsohlen juckt, das ist ja wohl klar. Natürlich wollen wir auch noch hinüber zu den Gipfeln der Hohen Tatra. Und sie wollen wir natürlich mitnehmen, um sie an unseren Erlebnissen teilhaben zu lassen, aber auch um ein paar Geschichten zu erzählen, über die im deutschen Fernsehen bisher selten oder gar nicht berichtet worden ist. Über die Erfolge und die Tragödien der slowakischen Bergsteiger in den Bergen der Tatra, aber auch an den höchsten Gipfeln der Welt. Übermorgen geht's weiter. 19:50 Uhr im MDR.